gute Aufnahme so? Auf jeden Fall. Glaubst du, man sieht uns überhaupt? Man sieht höchstens ein Ohr von jedem von uns. Also wenn überhaupt nicht von mir. Also wenn ich jetzt von da filme, ja, dann sind wir beide voll drauf. Ja gut. Nichtsdestotrotz, hallo Freunde, wir sind unterwegs Richtung dänische Grenze, ganz, ganz oben im Norden, so weit waren wir noch nie oben, also ich persönlich zumindest, ich denke daher bestimmt. Ich schon. Und, die Ausfahrt. Und jetzt auch noch kräftiger Regen. Kräftiger Regen. Wir sind schon ein Stück unterwegs, wir haben auch schon eine Kleinigkeit gegessen, es sind aber noch immer 642 Kilometer. Gestartet sind wir mit 809, glaube ich. Ist also noch ein bisschen was zu tun. Wir hoffen, dass wir gut durchkommen, dass das Wetter so schön bleibt, wie es jetzt gerade ist. Aber wir sind guter Dinge. Ich bin fit, ich bin munter, Navi ist am Start. Ich glaube, dann wird eine runde Sache. Auf geht es. Wenn Sie die Ausfahrt. Ey, weißt du, was wir machen können noch? Eigentlich alte Auslieferungstradition hier bei Mindmending, ne? Naja, wir tanken auf jeden Fall nicht im Video. Nein. Sollen wir mal gucken, ob wir im Erdbeermund was Feines finden? Ich habe ehrlich gesagt... Kleine Taschenmuschi ist eine lange Fahrt. Willst du jetzt hier irgendwas von wegen Nachhaltigkeit erklären? Ja, also ich kann mit diesem Auto, schaffe ich wesentlich mehr Kilometer, wenn ich so 120, 130 fahre und Halbgas. Ja, wenn du wenigstens 120, 130 fährst, dann würden wir hierüber gar nicht sprechen. Ja, ich fahre 120, steht doch, guck doch im Navi. Jetzt endlich, ja. Manchmal bedarf es halt einfach mal ein bisschen Liebe. Wenn du später dran bist mit Fahren, ne? Dann kannst wird du, kannst richtig du geballert, Alter! Ah. Da guckt der Daniel einfach maximal beklemmt aus dem Fenster und will einfach nur noch die Kamera halten, aber sonst mit dem Scheiß nichts zu tun. Komm da hin. Jetzt wird erstmal schön 80 Liter Diesel in den Korpus geballert. Der Tank ist rechts. Nein, der Tank ist... Ey, ich habe mit dem Auto habe ich schon mehr Kilometer abgerissen als Christoph Kolumbus auf seinem Holzschiff. Wie viel waren das? Na, weiß er. Wer weiß es? Wieder keiner? Alles klar. So. Er läuft wieder auf Hochtouren auf. Das ist... Ja, ich krieg jetzt hier... Ich zerbeiß jetzt hier ein paar Chili Cheese Nuggets. Das ist als... Dann nehme ich die Seelen der Chili Cheese Nuggets nehme ich in mich auf. Sauerstoff. Das ist wie Mana. Ja, guck mal her. Ja, ich kann nicht überall gucken, Alter. Guck mal hier, wir sind da richtig die Schiffe am Abladen. Nur das hier, Hände, Mann. Ist ja wie in Hollywood hier. Guck mal, da haben sie direkt hier einen Moment. Was haben sie? Guck mal, die stehen schön im Licht, sieht doch super aus. Ja, wie willst du die Karre jetzt gleich aus? Servus! So, geh vor. Wo darf ich anfangen? Erstmal bei dir, ne? Grüß dich. Moin. Der Kai. Hallo. Der Kai, hallo. Hallo. Ja. Kai, hallo. Wann bist du von der Arbeit gekommen? Ich habe eine halbe Stunde früher auf der Arbeit gemacht. Ah! Ja, das war so die halbe Stunde, wo wir im Burger King saßen, ne? Ja, oder? Er hat die ganze Zeit gesagt, fahr schneller. Ist voll am Regnen. Ich fahre 115. Er sagt die ganze Zeit, hier ist 120. Ich sage, Alter, das ist alles voller Wasser. So. Der Grund, warum wir hier sind, ne? Guck mal, ist da Licht an, kann man schon sehen. Guck mal, ja. Wenn du hier so reinguckst, Daniel, zeig das mal. Wenn du so reinguckst, da sieht man schon, er ist nicht umgefallen. Jetzt kommt der große Moment, wo wir die Möglichkeit haben, den Roller fallen zu lassen. Tada! Siehst du, das ist der kritische Teil auch schon geschafft. So. Könnt ihr noch mal hier reinkommen, hier ist mehr Licht. Ich sagen, wir gehen unter das Carport. Passt ganz genau. Haben wir natürlich alles gemacht. So, Montageständer hast du, genau. Hier haben wir drauf. Hoppa. Da ist er. Wir haben es geschafft, ausgeladen, ohne das Ding runterzuschmeißen. Ich bin erleichtert. Sehr schön. Das war, ne? Fahr mal. Okay. Nee, achso, der Schlüssel ist noch im Auto. Hat er hier seine Tacos im Handschuhfach? Ne, feierlich, hier schon mal der Schlüssel, den du eigentlich nicht brauchst, weil, also ist ja nur noch fürs Lenkradschloss, der Rest ist ja alles Innenrotorzündung und so weiter.
Die Batterie ist durch die Standzeit über die Weihnachtstage leer. Hier ist nochmal eine volle. Die kannst du reinmachen. Die Zündung erzeugt natürlich kein Licht, Rennzündung, aber der zieht Licht und so weiter über die Batterie. Das heißt, wenn die Batterie zwischendrin abmachst, lädst und so weiter, hat er auch Licht, Blinker, Rücklicht, Tacho etc. pp. Eine Testfahrt ohne Licht und bei Regen ist jetzt schlecht. Ne, sind wir uns einig. Ne? Ansonsten weißt du, nicht im Straßenverkehr, das ist natürlich ein Rennfahrzeug. Ja, nicht immer viel klar. Ne? Und du machst die passende Ausbildung auch, du weißt, wie man Schräubchen dreht. Ich sag mal, die Basis ist eine gute, der Daniel und ich haben uns Mühe. Aber warum stehst du eigentlich so weit weg mit dem Weitwinkelobjektiv? Ja, das ist super so. Kritisier mich nicht, mach du dein Ding, ich mach mein Ziel. Du hast mich 7 Stunden lang ermahnt, schneller zu fahren. Jetzt kann ich dir sagen, halt du mal ein bisschen Kameratechnik. 7 Stunden lang bist du nicht ein Mühe schneller gefahren, also Schnabel. Doch, ich bin 140 im Regen gefahren, weißt du, was ich für Angst habe? Komm mir mal ein bisschen näher hier, wenn ich mit dem Jungen rede. Pass auf, jetzt kommt er ganz nah, um mich noch zusätzlich. Nee, aber ich sag mal, die Basis haben wir Daniel und ich, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ansonsten, hast du gesehen gestern, oder ja. Wann war das, vorgestern, wo wir die Testfahrt gemacht haben? Der ist sehr giftig, also mach am Anfang langsam, taste dich daran. Wenn man will, geht der richtig zornig nach vorne und auch vorne hoch. Das heißt, leg dich ruhig mit der Brust irgendwo hier drauf, wenn du Gas gibst, der steigt. Hm? Dann im Namen der Firma ScooterTech, viel Spaß mit dem Fahrzeug, Hals in Ehren, ne? Und alles Gute! Ich bin ein bisschen traurig, dass wir nicht wieder mitnehmen können. Aber es ist ein gutes Ding, ist uns ganz gut gelungen. Wir sind ein bisschen stolz. Dein, bist du auch stolz? Ja. Ich schüttel auch noch ein bisschen. Okay, alles klar. Ja, schön. Komm. Hast du das Mofa schon gefühlt? Ich bin ein Mofa-Fan. Ja, ich habe schon gearbeitet, im Gegensatz zu dir. Er ist keinen Kilometer gefahren. Ich bin die ganze Strecke gefahren. Und die ganze Zeit ist er mir hier so Sprüche am Reiten. Hey, Bier am Feier des Tages. Siehst du, das ist doch. Bier? Ist doch wie Musik in meinen Ohren. Oh ja. Guck mal hier. Oh, hier. Ein Flensburger Gold. Geil. Guck mal. Ja, wenn ihr schon hier oben seid. Oh, super. Ich habe noch, zu ihm gesagt, es gibt nichts Schöneres als ein schönes regionales Bier. Guck mal hier, guck mal, direkt. Soll ich hier eins aufmachen? Na, warte. Gold? Bei mir hat es nur ein ganz kleines bisschen gepasst. Bevor wir alle ersticken, ne? Ich denke, wir sind uns einig, dass er läuft. Aber das nimmt uns ja gut die Bude zu. Ja, also wie gesagt, der ist erst vor Wärme, er ist Test gefahren. Ich hatte zu fragen, Daniel, ich hatte zu viel Schiss, ne? Willst du noch mal sagen? Nee, ist okay. Fahren wie ein kleines Mädchen. Ich wollte einfach, dass das Ding hier heile ankommt. Stell dir mal vor, 2 Tage vor Abfahrt mache ich einer Frau Kalli und hau das Ding voll auf die Seite. Wir haben einige Stunden an dem Teil geschraubt. Wir. Ich habe das komplett alleine demontiert, du hast mich den Motor komplett alleine demontieren lassen. Zusammengeschraubt hat er mir, okay. Aber ich habe das Helmfach und so weiter, das ist alles mein Bereich. Helmfach bist du wirklich ein Profi, ja? Helmfach. Lakritzschnecken, Bratwurst, noch mehr Fleisch, Zuckergetränke, Brötchen, Bier. Nur der Daniel ist da, das ist der Nachteil. Das ist jetzt nicht so nett, aber... Ich habe gestern meiner Freundin die Videos gezeigt und sie war ganz erstaunt und sagte, du bist auf den Videos viel sympathischer als in echt. Das stimmt. Guck mal hier. Das ist heiß geschraubt und das riecht lecker. Und guck dir das an. Okay. Oh. Ach komm. Warte. Also ich rieche auf jeden Fall... Ich rieche Vanille, ich sehe Lakritz und ich sehe so ein leichtes rosa Schimmern unter der Vanille. Ich frage mich, was das ist. Ist das Leberwurst? Ja. Der zufriedene Blick. Muss ich doch schon hier kotzen. Ja, gut. Man kann vor seinem eigenen Erbe nicht davonlaufen. Du musst auch ein Stück nehmen. Komm, setz dich dazu, hier dazu. Mit dir hangen, mit gefangen. Ja, wohl bekommst, ne? Daniel, du musst auch eigentlich ein Stück. Du, ich bin ja nur zum Film hier. Ja gut, dann danke für die Torte. Ja, auf dich. Ah. Ist nicht schlecht. Irgendwie passt's.
Irgendwie passt es wirklich. Also mit dem Lakritz ist ein bisschen. Guck mal, ich will ja hier nichts, will ja nicht unhöflich sein. Ja, es ist auch. Hast du auch selbst gemacht, schmeckt dir nicht. Dreck noch ein Stück. Ja, komm. Komm, ein Stück esse ich noch. Zieh durch. Zweites Stück ist nicht mehr ganz so fein. Oh, aber jetzt, da war jetzt eine richtige Leberwurstkammer. Ganz fein. Was ist deine Idee? Die Kombination ist toll. Leberwurst und Vanille? Die Kombination ist toll. Nee, lass den einfach so. Das ist... Lass den einfach so. Wie hat's hier denn geschmeckt? Oh, es geht, ne? Guck mal. Richtig, eine richtig freche Schrift auch, Daniel. Ja, gut. Ja, man lernt ja irgendwann. Willst du noch was sagen? Wie geht's dir jetzt da mit Daniel? Ich würde wirklich gerne so langsam fahren und will nach Hause. Da muss ich ja treu bleiben. Er war jetzt lang genug unter Menschen, jetzt muss er wieder in seine Höhle. Und ich, ne? Der Außenminister muss ja gut. Kai, hier wird schon auf Bruderschaft getrunken. Ja, du bist schon aufgenommen. Ich halte mich raus, ne? Ich fahre das Auto sicher nach Hamburg. Komm, einen kannst du dir auch. Nee. Du, da frag doch nachher einfach gar keinen anderen. Du kannst jetzt nicht hier, kannst dich die ganze Zeit immer vorstoßen und jetzt hier Schwanz einziehen. Auf dich käme und deinen Gewinn und meine Firma, im Namen der Firma, ich bin nicht der Erste, im Namen der Firma alles Gute, ne, und cheers. Cheers. Prost. Und Daniel? Oh ja, das erinnert mich an meine Kindheit. Ist wie eine Heubrause, ne? Nur ein bisschen schärfer. Ja, das haben wir früher schon in der Schule getrunken. Ja. 3 Kilo Wiener Würste ungleiche Länge. Daniel. Ja. Ich fand den Vergleich von dir wirklich treffend. Falls ihr aber Fahrthunger habt. Ach, guck mal hier. Ja, stimmt. 3000 habe ich gerade gedacht, wäre eigentlich zu wenig, aber jetzt. Ich wollte nichts sagen, ne? Aber jetzt denke ich. Boah, aber mit Kalb sogar. Daniel. Wo ist technisch, hat sich das doch richtig gelohnt. Guck mal hier, hat sich für uns richtig gelohnt. Cola, die Taschen voller Wurst. Oh, geil. Brauchen wir kein Frühstück im Hotel. Sei froh, dass du kein Deo bekommen hast, ne? Wurst-Deo. Warum freust du dich denn so? Ja, da kommt rein ins Haus, der Roller. Der hat ein besseres Zuhause jetzt, nicht in der kalten Halle. Er kommt mit rein, Daniel. Ja, keine Sorge. Warum auch nicht? Denk an deine Schuhe. Der Roller hat auch noch die Schuhe an. Guck mal, steht der in der Hütte. Ja gut, Das ist schon geil. Das ist schon ich muss gerade von meinem innerlichen Auge denke ich daran, was hätten meine Eltern gesagt? Mein Vater. Guck, dass du rauskommst, geh jetzt raus in die Hundehütte. Ungefähr so hätte mein Vater reagiert, ja. Das Fahrzeug ist jetzt drin. Wir sind sehr froh, dass es ein gutes, neues Zuhause gefunden hat. Darf hier sogar drin im Haus verweilen. Nicht so wie bei uns in der kalten Halle. Deshalb alles richtig gelaufen. Der Kim hat Spaß, ich habe Spaß. Der Dame hat hinter der Kamera auch ganz schön Spaß. Auf jeden Fall, ja. Warum kneifst du denn ein Auge zu? Was ist denn da passiert? Du, das ist das Licht da. Alles klar. Danke für die Aufmerksamkeit. Nochmal alles Gute von uns. Viel Spaß mit dem Gerät. Halt uns am Laufen, was du damit machst. Ne? Und das war es schon. Daniel, komm, lass uns fahren. Zack. So, jetzt du, komm. Das hat er jetzt. Hier? Ja. Sehr schön. So. Tschüss, tschüss.